Ein herzliches Willkommen, diesmal sogar einigermaßen pünktlich. Leichte Verzögerung von 3 Minuten, aber wir machen dann mal weiter. Das letzte Mal haben wir hier aufgehört, wir sollten die, ja, von einer verschwundenen Barkeeperin die Sachen durchsuchen, beziehungsweise das Zimmer. Und müssen irgendwie mal gucken, ob wir hier den Code rauskriegen. Problem ist halt, wir können die Frage noch nicht so ganz beantworten. Wir schauen aber mal nach. Also wie gesagt, da war glaube ich nichts Interessantes mehr drin. Genau, das Tagebuch. Ich guck nochmal gerade, halte Zugriff auf den Computer. Steht da irgendwas drin? Nein. Finde und befrage Coyote. Irgendwie müssen wir ja hier Hinweise finden. Lauter Actionfilme. Ah, da fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch meinen Ton mal wieder runterschalten. So. Skyline Chicago. Actionfilm und Zigarettenschummel. Ich glaube, das bringt uns aber auch nicht viel weiter. Guck mir mal gerade nochmal die Fragen an. So, Passwort wiederherstellen. Das Haus hier, genau. Das war Shadow, das weiß ich noch. Lieblingsbands. Ich notiere mir das gerade mal. Vielleicht bringt es ja was. Also, zweite Frage. Also, erstes war Haustier, das kennen wir ja. Shadow. Zweites war die Lieblingsband. Dann nehme ich jetzt mal einfach irgendwas. Elementals, keine Ahnung. Dritte Frage, Heimatstand, würde ich sagen, ist dann Chicago. So. Und genau, so fehlt noch das mit der Lieblingsband. Könnten wir rein theoretisch einfach durchprobieren. Aber ich guck mal, ob wir da im Tagebuch nochmal Hinweise finden. Vielleicht ergibt es hier doch noch was. So. Tagebucheintrag. Pacos Kompanen. Quittung. Das war eine Waffe. Also da haben wir schon mal nichts mit Lieblingsband. Nummer 2. Ich glaube, da steht aber auch nichts. Nee. Das Gedicht, da war glaube ich... Nee. War leider auch nicht allzu sinnvoll. Foto, das war das mit dem Haustier, genau. Zebrafleisch. Nö. Das war das mit dem Wandtresor.
Okay, wir haben hier also, ich glaube, dann probiere ich es einfach mal durch. So, das war Shadow. Lieblingsband. Fangen wir einfach mal oben an. Concrete Dreams. Und Chicago. Nö. Shadow. Rhea. Chicago. Nope. Shadow. Elementals. Chicago. Nein. Shadow Shield Wall und Chicago? Nein. Starfire? Alles klar. So, Starfire. Ich habe keine Ahnung, wie wir darauf kommen würden. Vielleicht hätten wir es von den anderen noch irgendwie erfahren oder so. Okay, das Passwort wurde auf NQPA BDST zurückgesetzt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihr Passwort nie aufschreiben. Ich glaube, ich schreibe mir das auch gerade mal auf. Computer. Coyote. Passwort ist NQPA BDST. Okay. Der Computer hat eine Auswahl an Standardanwendungen zu bieten. Fangen wir oben an, der Kalender. Vor 3 Tagen. Treffen mit Delilah wegen dem Job. Heute treffen mit Paco am Pike Place Market. Fällig in 30 Minuten. Okay. Kontakte. In Coyotes Kontakte befinden sich genau ein Eintrag. Jemand namens Paco. Der Eintrag ist weder mit einer Comlink-Nummer noch mit anderen Kontaktdaten versehen. Diese Kontaktliste scheint nicht sehr nützlich zu sein. Ja. Und das Zugriffsprotokoll? Ein kurzer Scan ihrer letzten Suchanfragen ergibt, dass Coyote eine Menge über Höllenhunde gelesen hat. Zudem scheint sie sich sehr für alte Actionfiguren zu interessieren. So. Dann reden wir mal mit Miss Kubota. Hier drin hätten wir, glaube ich, alles erledigt. Dann können wir den Raum mal wieder verlassen. Ja, mal gespannt, was die zu sagen hat. Wie kann ich dir helfen? Eine ganze Menge. Kennen Sie denn Paco? Er ist ein Gangster, ein Mitglied der Cutters. Ist eigentlich ein guter Junge, der sich die falschen Freunde ausgesucht hat. Ich habe Coyote gewarnt, sich mit dieser Art Leute nicht zu sehr anzufreunden. Die leben meistens nicht lang. Joa, sagt Ihnen denn Morris Meat Emporium irgendetwas? Ja, ihr Gesicht verzieht sich voller Ekel. Nein, ich bin Vegetarierin. Puh, selber schuld. Wussten Sie, dass Gene Parks Coyote vor kurzem eine Waffe verkauft hat? Ich wäre eher überrascht, wenn sie das nicht getan hätte. Die Türsteher können sich um die meisten Störenfriede kümmern, aber in dieser Gegend braucht man schon eine Waffe, wenn man nur den Müll rausbringt. Coyote trifft sich in der nächsten halben Stunde mit Paco am Pike Place Market. Okay, wenn du das vielleicht mal ansehen würdest, würde mir das vielleicht zu innerem Frieden verhelfen. Ich rufe dir ein Taxi, du solltest es rechtzeitig schaffen. Gambatte Kudasai, viel Glück. Dankeschön. Ich glaube, dann will ich aber vorher nochmal die, gucken, ob ich hier noch ein bisschen was ausgeben kann. Schnelligkeit.
Verteilen wir noch eine Runde Karma. Pistole, MP, Gewehr. Genau, dann hole ich mir hier gerade noch den Vollautomatik. So, sehr schön. Ich glaube, hier ist es dann auch sinnvoll, wenn ich mich hier ein bisschen spezialisiere und ja, speichern können wir das Ganze auch mal noch. Und was ist der Nook? Du bist voll der Nook. Lass mich mal mit dir reden. Ach genau, das war der, der hier so rum. Gut, magisch bin ich nicht interessiert. Ich glaube, waffenmäßig sind wir auch soweit gut ausgerüstet. Von daher würde ich mal sagen, können wir dir vielleicht noch irgendwie Bescheid geben? Von ihm können wir, glaube ich, auch nur kaufen, oder? Genau, das war der mit den Outfits. Okidoki. Dann geht's nach draußen. Auf mal das Taxi wartet. Ja, bitte. Pike Place Market. Du rufst dir ein Taxi von Tourist Will zum Pike Place Market und genießt eine ruhige Fahrt, die dich von du wirst vermutlich gleich ausgeraubt nach du musst vermutlich zu viel für deine Getränke bezahlen bringt. Im Vergleich zur urbanen Einöde der Barrens ist der Downtown District geradezu geschmückt mit modernen Gebäuden, beleuchteten Straßen und offenen Geschäften. Alles gedeiht im Schatten massiver Konzernarchäologien. Für viele sind diese Archäologien ein Heim. Für andere sind sie gewaltige Monumente, die aufzeigen, wo die Entwicklung der Welt fehlgeschlagen ist. Im früheren 20. Jahrhundert war der Pike Place Market bekannt für seine Fischhändler. Jetzt ist er ein Markt für alles Mögliche, legal und illegal. Ein Schmelzkessel der Wohlhabenden und Habenichtse. Obwohl die meisten Läden bereits geschlossen sind, wirst du den Anblicken, Geräuschen und Gerüchen des Marktes geradezu überwältigt, sobald du aus dem Taxi steigst. Naja, das ist doch wunderbar. Schauen wir uns hier mal unten, gucken, ob wir Coyote finden. Hier regnet es ordentlich, da haben wir einige Leute mit Regenschirmen. Patrick. Tritt uns bei und verändere die Welt. Na, ich glaube eher weniger. Reden wir mal mit Patrick. Na? Der gut aussehende junge Mann wendet sich von der Menge ab und schenkt dir seine volle Aufmerksamkeit. Du bist ja ein wunderschöner Elf. Aber du könntest so viel mehr sein. Hey, das klingt toll, erzähl mir mehr. Wundervoll. Die universelle Bruderschaft ist eine Familie, die Metamenschen jeder Rasse, jedes Geschlechts und jeder sexuellen Identität bei sich aufnimmt. Wir alle versuchen, das Beste zu sein, was wir sein können und ein volleres, meine Güte, glückliches und produktiveres Leben zu leben und uns gegenseitig dabei zu unterstützen. Der erste Schritt ist einfach vorbeizukommen und zuzuhören. Morgen Abend wird Lien Telestrian über den Wert der Familie und in der sechsten Welt sprechen. Bitte komm doch vorbei, das Geheimnis zu einem besseren Leben wird dir offenbart. Er lächelt und dreht sich wieder der Menge zu. Ach ja, ich glaube, der bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Scheint aber einige Zuhörer hier zu haben. Was haben wir hier unten? Oh, recycelte Blumen. Cool. Sündsaft. Auch nett. Ansonsten, was haben wir hier hinten? Hund am Stock.
Werbung, irgendwas. Möchtest du mir noch irgendwas verkaufen? Ich glaube nicht. Da ist doch hier das Meat Emporium. Können leider kein Fleisch kaufen. Oh, da hinten ist wohl was passiert. Ich hoffe mal, dass es nicht Coyote, die da liegt. Optional, erfahre mir über den Mord am Pike Place Market. Ein großer, emotionsloser Lone Star Officer blockiert den Zugang zum Tatort. Hinter ihr siehst du das muntere Gesicht des, Gesicht des Gerichtsmediziners von Organ Grinders Dresden. Hier ist eine Ermittlung von Lone Star im Gange. Treten Sie bitte von der Absperrung zurück. Ich könnte ja mal auf unsere gebräuchlichen, also auf unsere Gebräuche, anspielen. Ja, der Detective Peacemaker, Auburn Priest. Wir haben Grund zu der Annahme, dass das Opfer womöglich in einen illegalen BTL-Schmugglerring verstrickt war, den wir zurzeit untersuchen. Ich würde gerne ihre Besitztümer nach Beweisen durchsuchen. Ausweis und SCN bitte. Toll. Schon in Ordnung, Officer. Er gehört zu mir. Dresden tritt mit einem breiten Grinsen an die Absperrung heran. Na, nett. Der Officer beäugt dich skeptisch. Also gut, dann aber schnell. Ja, ich habe auch vor, mich hier noch ein bisschen zu beeilen. Kriegen wir schon hin, denke ich. Dann schauen wir mal. Auf dem Asphalt liegt die Leiche einer jungen Menschenfrau. Ihre Augen wurden mit größter Sorgfalt aus den Höhlen entfernt. Ich finde es irgendwie schade, dass das zu schnell immer weggeht. Ich glaube, wir reden erst mit dem Officer hier. Officer Aguirre. Der Lone Star Officer vor dir steckt in Zivilkleidung und weiß, mit seinem totschicken Hut und einem schiefen Grinsen zu beeindrucken. Du bist also der Schnüffler, der für den Toten arbeitet, was? McCluskey hat uns gewarnt, dass du hier auf der Suche nach dem Ripper auftauchen könntest. Du hast Glück, dass ich vor McCluskey hier aufgetaucht bin. Ich bin Officer Aguirre, freue mich, dich kennenzulernen. Nachdem mir der Tatort ja nicht weglaufen kann, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich rate mal, dass sie und McCluskey nicht wirklich gute Freunde sind, oder? Lass uns einfach sagen, dass McCluskey und ich unterschiedliche Interessen haben. Gut, haben Sie denn, oder was können Sie mir denn über den Mord sagen, der hier passiert ist? Nicht wirklich viel. Wir wissen, dass die Tat vor 3 Stunden begangen wurde und dass Ihre Augen chirurgisch entfernt wurden. Um das zu sehen, brauchten wir nicht einmal Dresden. Er sieht sich Ihre Leiche trotzdem genauer an, vielleicht weiß er inzwischen mehr. Ich habe in der Zwischenzeit den Rest des Tatorts untersucht und nach Zeugen gesucht, aber bisher hatte ich kein Glück. Der verdammte Ripper könnte genauso gut ein Geist sein. Haben Sie denn irgendwelche Hinweise auf den Ripper gefunden, von denen ich wissen sollte? Ha, jede Menge. Wenn du McCluskey fragst, aber die Wahrheit ist, dass wir wahrscheinlich genauso wenig Ahnung wie du haben. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch, Officer. Hey, warte mal eine Sekunde. Du hast doch keine Spende für den Arme-Waisen-Fonds eingezahlt. Was denn für ein Fonds? Ja, also, wenn du eine Einzahlung in den Fonds leistest, schreibe ich dich auf eine Liste und das nächste Mal, wenn wir Waisen finden, an denen du interessiert sein könntest, benachrichtigen wir dich. Ah, okay. Nun, die Waisen lagen mir schon immer am Herzen und ich würde gerne über alle neu entdeckten Waisen auf dem Laufenden gehalten werden. Hier könnte man natürlich auch Waisen durch Informationen ersetzen. Ausgezeichnet, sagen wir mal 300 Nyuan. Okay, ja, die gebe ich immer. Wir haben ja noch ein bisschen was. Und vielleicht kriegen wir dann noch mehr Informationen. Wir haben einen Deal. Yay! Er fängt breit zu grinsen an. Ausgezeichnet, ich werde ein Konto für dich eröffnen. Wenn wir irgendwelche brauchbaren Hinweise auf den Ripper erhalten, rufe ich dich an. Und jetzt mache ich mich besser wieder an die Arbeit, bevor McCluskey auftaucht. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. So, dann könnten wir jetzt mal, wer ist denn das? Ein Elf. Ne, ich glaube, ich will zuerst mal mit
Dresden reden. Also, was bringt dich denn hierher? Eine heiße Spur auf der Suche nach dem Mörder. Ja, reiner Zufall, ob du es glaubst oder nicht. Ich nehme mal an, dass ich hier schon wieder über einen Mord des Rippers gestolpert bin. Ja, sieht ganz danach aus. Wie du sehen kannst, hatte es der Ripper dieses Mal auf die Augen abgesehen. Ziemlich saubere Arbeit. Eins muss man ihm lassen, der Ripper weiß, was er tut. Oder was sie tut, das können wir ja nicht ausschließen. Ja, dann. Was weißt du denn über das Opfer? Tja, nicht viel. Dresden kratzt sich nachdenklich am Kopf und bricht dabei vermutlich mindestens fünf Hygienevorschriften. Sie ist seit ungefähr 3 Stunden tot. Ihr Name war Lucy Warden. Sie hatte im Staffer Shack um die Ecke gearbeitet. Es sieht so aus, als wäre sie gerade von der Arbeit gekommen, als es passiert ist. Okay, zumindest schon mal nicht unsere Kojote, die wir befragen sollten. Dann haben wir vielleicht zumindest nochmal eine Chance, was den Fall angeht, ein wenig weiterzukommen. Kannst du denn schon sagen, ob sie irgendwie betäubt wurde, bevor ihr die Augen herausgerissen wurden? Moment, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, mein Twitch mal wieder zu aktivieren. Es kommt davon, wenn ich das Mittwoch immer alles für die letzte Sekunde mache. Ich glaube, da sollte ich meine Zeitplanung mal ein bisschen umändern. Dann, ja, sind wir sofort wieder da. Ich breche mal den Stream kurz ab.